Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfect World Eclipse. Und ich habe hier oben eine Kiste. Welche Stufe bin ich denn? 15 bin ich schon. Das heißt doch eigentlich, dass ich das auch mal. Verstehe, verstehe. Ich kann also hier die Belohnungen annehmen. Ach, das hätte ich von Anfang an machen können, glaube ich. Und ich habe es gar nicht gemacht, so ein Scheiß. 15. 15 kann ich doch auch schon. Oh, Kostüm. Kostüm finde ich gut. Was ist das hier? Engel der Wünsche. Mädchen mit großen magischen Kräften. Sie kann euch überall hin befördern. Wo ihr hinreisen möchtet, kann nur an der Teleportfunktion sein. Okay. Interessant, interessant. Geht bis ganz viel. 100, 105. Okay. Eine einzigartige Belohnung. Schaue ich mir doch mal an, was ich. Was? Klicken, um mehr zu erfahren? Ich will mein Inventar sehen. Achso, auf B. I, für Inventory. Hier. Oh. Haar der Kronprinzessin, Ärmel der Kronprinzessin und Pumps der Kron. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Das ist dann natürlich hier bei Mode. Da müsste ich im besten Fall auch die Mode auswählen. Aber. Holy shit. Das sieht eigentlich voll gut aus. Aber wie kann ich denn das jetzt? Okay, wenn ich jetzt das Inventar schließe, habe ich das aber nicht. Schade. Schade, schade. Wenn ich mich jetzt ausziehe, was habe ich dann? Habe ich gar nichts mehr an. Oh, sexy. Oh, ich habe gar keine Schuhe an. Nein, ich hatte keinen. Hä? Okay. Normalerweise müsste man das dann sehen. Tut man aber leider nicht. Warum nicht? Oder muss ich das. Wartet ganz kurz. Verwendet einen Garderobenstein, um die Garderobe zu aktivieren. Die Funktion, sich Mode sofort anzuziehen, wird gleichzeitig aktiviert. Oh, ich brauche einen Garderobenstein. Das ist aber doof. Warum konnte man das denn? Vorher konnte man das. Mano. Okay, jetzt bin ich dann aber so. Ich würde dann gerne wieder einen Bankier aufsuchen, wenn ich ehrlich bin. Moment, was war denn da noch dabei? Oh, den muss ich unbedingt. Oh, ich brauche eine Dingsbums, eine Tier Dingsbums. Kann ich doch auch verkaufen. Ich kann jede Menge Shit verkaufen. Ich brauche diese Frau. Hier. Wo haben wir die denn? Telepopo brauche ich nicht. Schade, hier scheint es keine zu geben. So, ich würde gerne bei dir ein bisschen Shit verkaufen. So, komm mal hier rüber. So, magisches Fell. Weg damit. Elementarstaubkorn, Elementarpulver. Das ist doch alles nichts wert. Was? Seelenstärke-Kiste? Das sind zwei kleine Worte auf der Kiste graviert. Potter und Harry. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott, ja, gerade für mich im Moment, ne? Ist ja eigentlich voll gut. So, das kann, glaube ich, auch weg. Das kann auch weg. Mystisches Fleisch. Auch ein Drachenquest-Dingsbums. Kann weg. Das kann weg. Was ist das hier? Modewaffentausch. C. Verwandte Belohnungen können im Briefkasten getauscht werden. Oh, interessant. Okay, ich glaube, das war es dann auch erstmal. Nee, was ist das hier? Grüne Fragmente? Dann weiß ich halt nicht, ob ich das noch brauche. Das ist das Problem. Dann war es das aber erstmal kurz. Oh, 50, ich bin begeistert. Alles reparieren? 158, um alle Gegenstände zu reparieren. Na komm, passt. Machen wir. Ich
ich wollte jetzt dann auch gerne hier da 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 da. Ach so, das kann ich gar nicht verwenden. Kann nicht verwendet werden. Toll, was mache ich dann damit? Das Ding ist auch nichts wert. Hä? Ihr ist Level 40 erreicht, okay. Gut, dann suche ich mir jetzt mal einen Briefkasten. Wo finde ich denn hier einen Briefkasten? Briefkasten. Ich glaube, ich muss zu einer Stadt. Nimm mal, komm mal hier. Komm mal hier. Teleportieren. Wo bin ich denn? Stadt Lorelei bin ich, glaube ich, ne? Aber dann bin ich doch in der Stadt. Oder? Nee, hier bin ich. Ich guck mal, ob das funktioniert. Scheint zu funktionieren. Also ich war wahrscheinlich in diesem Lager. Bingo. Okay, jetzt würde ich gerne Briefkasten. Da hinten. Und ein Bankier direkt nennen. Auch das ist doch schön. Wonderful, wonderful. Briefkasten öffnen. Nein, schließen. Quests. Modewaffen, Dingsbums. Gut, lass uns handeln. Hä? Hallo? Mit einem Modewaffentausch, Coupon, 15 Tage, könnt ihr bei mir eine Modewaffe eurer Wahl erhalten. Wartet. Ich brauche ja dafür erst diesen komischen Stein. Gib mir mal. Ich habe noch gar nichts in meinem Tresor drin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Packe ich das mal da rein und das mal da rein. Teleportweihrauch teleportiert mich aber, glaube ich. Also das passt, packe ich dann auch mal kurz da rein. Das habe ich aber, glaube ich, auch nur für 7 Tage, ne? Ja. So. Die zwei kann ich auch da reinpacken. Die habe ich da unten? Nein, habe ich nicht. Super Heiltrank. Was ist das da? Rotblütentau. Kann eigentlich weg. War das mal weg? Geht das nicht? Das geht nicht. Ach, das da. Ach, da. Okay. Das kann ich dann ja eigentlich auch verkaufen. Das ist ja Blödsinn dann. Okay. Und ich brauche eine Tiergedöns. Frau. Mensch. Wo? Wo finde ich eine? Hehe. Mann, das ist doch doof. Was bist du da? Herzzeichen, okay. Straßen, irgendwas, Straßendarsteller. Sag mal, gibt es hier keine einfache, ganz normale. Ah, ein Schmied. Schmied ist gut. Schmied finde ich immer gut. Waren. Lass mich meins dafür verkaufen. Nix kriege ich dafür. Oh, ich habe 16.000 Münzen. Voll gut. Wusste ich gar nicht, dass ich so viel habe. Komm, ist mir jetzt egal. Weg mit dem Driss. Was ist das hier? Organischer Kleber. Oh, ich glaube, das brauche ich für Waffen. Verkaufe ich mal den Driss hier. So, ja, bestätigen. Wie komme ich jetzt nochmal zu dem Manufakturgedöns? Ich glaube, da muss ich den anders ansprechen. Waffenmanufaktur, genau. Okay. Ich brauche Schwerter, richtig? Also meine Schwerter im besten Fall. Gar nicht wahr? Hä? Was brauche ich denn? Stange, Fern, Magie, Magie? Brauche ich Magie? Nein. Hä? Axt. Auch Bullshit. Hey, was brauche ich denn für Waffen? Was ist das? Ein Säbel. Oh mein Gott. Aber die habe ich hier nicht. Toll, ich kann mir keine Waffen herstellen. Voll gut. Aber vielleicht kann ich ja welche kaufen. Ich kann mir keine Waffen kaufen. Leute, habt ihr das noch nicht geupdatet mit den neuen Klassen oder was? Ihr seid ja witzig.
Okay, ich guck mal, dass ich vielleicht erstmal hier meine. Hallo? Hallo? Aha. Da. Dass ich hier vielleicht erstmal meine Quests abschließe. Oh, Moment, wo ist denn der? Oh. Oh. Sekunde. Warte, 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 warte. Halt, stopp, stopp, stopp. Holy shit. Wie komme ich denn da hin? Oh, Telepopo. Ich bin gerade noch ein bisschen ratlos hier, wenn ich ehrlich bin. Weil ich das jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt habe und mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher bin, wo ich hier was machen muss und so. Ich würde aber ganz gerne... Telepopo? Herzzeichen? Hallo? Wo ist der Teleporter? Lass mich verarschen. Hallo? Hä? Ist er hier in der Mitte? Kartenmeister, Straßenkünstler. Wo ist der Teleporter? Da ist der Teleporter. Die. Entschuldigung. Naja, ich könnte zum schlaflosen Lager zurück. Und könnte von da aus dahin fliegen. Ich glaube, das wäre einfacher. Oh, oh, das ging schnell. Okay, du gut, danke. Gibt's hier denn noch irgendwas, was ich... Ich glaube, hier, die muss ich noch töten, ne? Das war doch, glaube ich, hier direkt in der Nähe. Dann mache ich das doch erstmal. Erstmal das, was nicht so weit weg ist. Also es ist eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Und das Problem ist aber auch einfach immer, wenn ich längere Sessions aufnehme, dann ist das mit dem Hochladen alles so ein bisschen schwierig. Weil. Stirb! Pantalaura. Gerade verkauft schon wieder das Zeug hier im Sammeln. Wenn ich viele Sessions auf einmal aufnehme, ist das ein bisschen schwierig mit dem Hochladen. Ich meine, ich habe jetzt eine ganz passable Internetleitung, aber... Oh, verlorene Lieferung? Muss ich die einsammeln? Ja, muss ich tatsächlich. Ich habe zwar eine ganz passable Internetleitung, aber das Hochladen dauert trotzdem, wenn es gut läuft, so eine halbe Stunde. Also wie gesagt, wirklich, wenn es gut läuft. Und, ach nee, nehme ich doch die hier. Und wenn man dann, ich sag mal, 4 oder 5 Videos pro Tag hochladen möchte, dann sind das schon, ja, also ich sag mal so 3 bis 4 Stunden in der Regel, die man dann damit verbringt, einfach nur Videos hochzuladen. Und währenddessen kann ich aber leider auch kaum was anderes tun, weil mein Internet dann damit ausgelastet ist, diese Videos hochzuladen. Oh, der ist ein bisschen stärker als ja. Nee, doch nicht. Okay. Ach so, ich muss hier hingehen, okay. Ja, und deshalb ist das manchmal halt ein bisschen schwierig mit dem viel aufnehmen und viel hochladen auf einmal und so weiter. Und gerade für jemanden wie mich, der nun mal leider auch ein Berufsleben hat und dann irgendwie auch zusehen muss, dass er damit dann zurechtkommt. Huch! Oh, wer bist denn du? Muss ich dich töten? Immun gegen Schaden. Okay, dann quatsche ich vielleicht einfach mal mit dir. Huch! Was war das? Okay, ich gehe mal zum nächsten Punkt. Ja, also so viel dazu. Deshalb fällt es mir halt auch immer ein bisschen schwierig, dann... wie gesagt, viele Videos hochzuladen. Ich kann das Ding aber nur angreifen. Mehr kann ich nicht tun. Ach, ich fällt sowieso auseinander. Okay. Ja gut. Dann kann ich das wohl gar nicht verhindern. Oder müsste ich irgendwas einsetzen? Nee, ne? Habe ich Quest-Gegenstände, die ich einsetzen muss? Aber die würden mir doch dann angezeigt werden. Wartet mal, habe ich irgendwelche? Nein, habe ich nicht.
Okay, dann muss ich denen wohl tatsächlich einfach nur zuschauen, wie sie kaputt gehen. Toll. Gut, jetzt muss ich wieder zurück zum Ältesten, gebe dann da noch meine Quests ab und dann beende ich diesen Part auch schon mal. Und werde aber natürlich direkt auch einen weiteren aufnehmen. Ich werde dann wahrscheinlich die Reise hier runter zu diesem Horizont-Dachboden werde ich überspringen. Und im nächsten Part wird es dann halt direkt da weitergehen, weil ich finde, dieses Dahingefliege ist immer so ein bisschen. Das muss halt nicht unbedingt in den Parts mit drin sein, finde ich. Weil das auch einfach unnötig ist. Und ich dann meistens irgendwelche Zeiten habe, die ich mit Gequatsche überbrücken muss, das euch wahrscheinlich sowieso nicht interessiert, von daher. Werde ich es einfach direkt überspringen, sozusagen. So. Hallo, mein Freund. Wie wäre es mit einer Belohnung? Es herrscht ein Ungleichgewicht auf der Welt. Bla bla bla. Mit diesen Pflanzen hier wird uns nichts mehr unerwartet treffen. Wenn jemand es erneut wagen sollte, uns anzugreifen, wird er diesen Ort nicht lebend verlassen. Ich hoffe, dass ihr die Pflanzen nicht benötigen werdet. Ja, nice. Jetzt muss ich also nur noch dahin. Und dann war es das erstmal mit den Quests. Dann darf ich wieder zusehen, dass ich neue finde. Ha ha ha, witzig. Okay, wie gesagt, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ich mich dann auf diesem Dachboden befinde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ich hoffe vor allem, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.